Hallo zusammen und herzlich willkommen hier aus dem KS Gym in München. Bei mir ist Filip Radaric. Filip Radaric steht vor seinem ersten Profikampf im MMA, stimmt das so? Das stimmt so. Und wir haben hier die Möglichkeit erhalten, das EA Sports UFC anzuspielen und dabei mit Filip ein Interview zu führen. Filip, erklär mal deinen Werdegang. Also mein Werdegang ist so, dass ich vor 5 Jahren ungefähr mit dem Kampfsport angefangen habe, ganz klassisch mit dem Boxen. Dann bin ich nach einem halben Jahr ins Brazilian Jiu-Jitsu umgestiegen und von da ging es dann automatisch ins MMA. Das war eigentlich so ein Selbstläufer. MMA, UFC, die meisten unserer Hörer, Leser oder der Computerspieler haben keine Ahnung über diese Sportart. Viele haben von Brutalität geredet, von einer harten Sportart und sehen nicht genau die Details und die Komplexität des Sportes. Kannst du mir da mal was dazu erklären? Ja, also es war so, als der Sport erfunden wurde, ging es eher darum, einfach herauszufinden, wer der beste Kampfsportler ist. Das heißt, da hat der Boxer gegen Judoka gekämpft, der Ringer gegen Taekwondola und so weiter. Und daraus hat sich dann der MMA-Sport entwickelt und heute ist halt wirklich so, dass man alles können muss. Also nicht nur ein Spezialist in einer Sache sein muss, sondern wirklich alles beherrschen muss. Und das ist einfach deswegen ein sehr komplexer Sport. Und genau, also... Hier spielen ja verschiedene Sportarten rein, das hast du jetzt schon angetönt. Wir reden hier von Boxen, Muay Thai, dann kommt noch Brasil Jiu-Jitsu. Grappling ist auch ein Wort, das immer wieder fällt. Was ist genau Grappling? Also Grappling ist der reine Bodenkampf. Das heißt, man kämpft nur am Boden, ohne Schläge, ohne Tritte, nur mit Aufgabegriffen und Position. Und da geht es halt darum, wer die bessere Position behauptet und es eventuell schafft, die Gegner zu finalisieren. Genau. Der ganze Sport ist ja schon so aufgebaut, dass man eigentlich im Stehen beginnt und dass dann irgendwann im Laufe des Kampfes entweder der Knockout stehend kommt oder dass es den Bodenkampf gibt. Was gibt es da für Taktiken, was gibt es da für Techniken, dass man hier den Kampf eigentlich dominieren kann? Es kommt immer ganz darauf an, was für einen Gegner man hat und was für ein Kämpfer man selbst ist. Natürlich fängt man ganz normal im Stand an und fängt im Normalfall mit boxerischen, kickboxerischen Techniken an. Und dann, je nachdem, was für ein Gameplan, sagt man, man hat. Also man kann den Gegner natürlich auch gegen den Käfig oder Ring clinchen, von dort aus dominieren, man kann ihn von dort aus zu Boden bringen, finalisieren, je nachdem, welche Taktik man hat. Nochmal für unsere Hörer, clinchen, das ist ein Fachwort. Was genau bedeutet clinchen? Also clinchen ist, wenn sich beide Kämpfer greifen. Das heißt, wenn sie sich greifen, in der ganz nahen Distanz sind, so wie es beim Ringen oder Muay Thai im Clinch ist. Und von dort, wenn man ganz nah aneinander ist, dann hat man die Möglichkeit, den Gegner entweder zu Boden zu bringen oder von dort aus mit Knien, Ellbogen und Schlägen zu dominieren. Ist das für jemanden, der aus dem Boxen kommt, der eigentlich beim Clinchen der Ringrichter dazwischen geht und die Leute wieder auseinanderzieht, nicht eine Umstellung, wenn man dann plötzlich im Clinch noch wissen muss, was man dann weitermachen muss, dass es dann weitergeht, dass es dann der Sport weitergeht, dass es nicht ein Ringrichter kommt und einem hilft? Absolut, und es muss auch trainiert werden. Also wie gesagt, eine Kampfsportart reicht nicht mehr aus. Also man muss wirklich alles trainieren, sonst wird man früher oder später einfach als Fisch aus dem Wasser gezogen. Also und wenn man da nicht weiß, was man tun kann, dann kann es sehr ungemütlich werden. Ja. Auf der ganzen Welt laufen zurzeit Turniere. Jedes Wochenende sind irgendwo Turniere, UFC, MMA. Verfolgst du das Ganze auch? Absolut. Also ich bin nicht nur MMA-Kämpfer, sondern ich bin auch ein riesen MMA-Fan. Also ich schaue so ziemlich fast alle MMA-Kämpfer, alle größeren zumindest, die anstehen. Und ja, und das ist einfach so diese Leidenschaft. Also nicht nur das Kämpfen, sondern auch das Verfolgen, Angucken. Also ist auch ein sehr großes Hobby von mir nebenbei, das Gucken. Die Vorurteile beim Sport sind ja klar. Jemand fällt auf den Boden, der andere springt auf ihn rauf, um ihn auszunocken. Für jemand, der häkelt oder strickt, ist das ziemlich eine extreme Sportart. Wie ist das mental für dich, wenn du die Sportart ausübst? Schürt das bei dir Aggressionen oder ist es eher so, dass dich das runterbringt, mental downholt? Oder wie kannst du das erklären? Nein, also es ist überhaupt gar nicht so, dass man jetzt in einen Ring oder Käfig reingeht und jetzt das Gefühl hat, man hasst den anderen und will ihn jetzt irgendwie schwer verletzen. Also man hat halt seine Aufgabe, die man geübt hat, die man eintrainiert hat. Und ich vergleiche es immer ja so wie in so einer Führerscheinprüfung. Man ist jetzt da drin und man versucht, das zu tun, was nötig ist. Natürlich kann es dabei sein, dass der andere dabei verletzt wird. Aber das ist eigentlich nicht das primäre Ziel, nur das ist eine Folge dessen, um den Kampf zu gewinnen. Man will den Kampf gewinnen und tut alles dafür und es kann passieren. Aber es ist jetzt nicht so, dass man reingeht und denkt, oh, ich bin jetzt so aggressiv und böse, ich will den anderen jetzt schwer verletzen. Überhaupt gar nicht.
Es sind ja auch ziemlich dumme Vorurteile, die da immer wieder im Raum springen. Was mir auffällt, ist, in Deutschland hat sogar die Bild-Zeitung angefangen, objektiv über die Sportart zu schreiben. Es war eine Doppelseite, wunderbar geschrieben, wo auch ein klein wenig mehr gezeigt hat als nur verletzte Tote und stumpflose Gewalt. Wie erlebst du das auf der Straße mit der allgemeinen Bevölkerung? Wie nehmen die Leute die Sportart wahr? Also hier in Deutschland kann ich sagen, es ist schon noch ein sehr großes Unwissen da. Wenn ich jemanden sage, zum Beispiel, dass ich MMA kämpfe, dann fragen die schon nochmal nach, was ist es genau? Wenn man dann das Wort Käfig sagt, dann geht es schon mehr so in die Richtung. Aber man merkt doch, dass die Leute immer mehr es als Sport akzeptieren. Irgendwo haben die es mal gehört, dass vielleicht jemand macht, irgendwo mal im Internet ein Video gesehen, die hinterfragen einen, und wenn sie sich mit einem unterhalten und merken, dass man eigentlich ganz normal ist, nicht irgendwie aggressiv ist, nicht irgendwie Kraftausdrücke benutzt und wirklich merkt, dass man ein professioneller Sportler ist, dann haben die auch ein viel offeneres Ohr, ein Auge dafür, und dann sind die Vorurteile ganz, ganz schnell weg. Beim Boxen ist es so, dass immer noch eine kleine Grauzone, dieser Verband kämpft gegen dieser Verband, der hat noch keine Kämpfe, das sind immer noch teilweise auch nicht koschere Resultate, Ergebnisse. Wie ist das beim MMA? Ja, da ist es ein bisschen übersichtlicher zum Glück noch. Also es gibt verschiedene Organisationen, verschiedene Veranstaltungen, und die größte der Welt ist die UFC. Und da ist es eigentlich ziemlich glasklar, wer da der Champion ist, ist einfach der Beste der Welt. Und da sagt auch keiner, nee, der andere, der hat ja nicht gegen den gekämpft oder so. Da kämpfen wirklich die Besten. Und am Ende kämpfen die zwei besten Kämpfer um den Titel. Und der den Titel hat, das ist der beste MMA-Kämpfer der Welt. Und da gibt es wirklich überhaupt keine Diskussion dann mehr. Das ist nicht schlecht. Eine Frage habe ich noch. Du stehst jetzt vor deinem ersten Profikampf. Du trainierst. Wie sieht so ein Trainingsplan bei dir aus? Wie viel Zeit investierst du da und wie funktioniert das? Also es läuft folgendermaßen ab. Ich trainiere von Montag bis Freitag zweimal am Tag. Morgens eher so diese Kondition, Krafteinheiten, und abends eher so diese technischen Einheiten, also das typische Kampfsporttraining. Am Abend kann es dann also irgendwas mit Kickboxen, Boxen, Ringen, Jiu-Jitsu, MMA sein, und morgens stehen eher so Sachen an wie Fitnesstraining, Sprints, Cardio-Training, eventuell auch mal schwimmen, wenn es weit weg vom Kampf ist. Und Samstag, Sonntag ist dann frei. Eventuell macht man am Samstag noch ein leicht regeneratives Training, ein Auslaufen, ein bisschen Schattenboxen. Am Sonntag dann gar nichts. So läuft es ab. Das Ganze ist schon ziemlich zeitintensiv. Wenn jetzt jemand zu Hause sitzt, dieses Video schaut und denkt, ey, das wäre was für mich, wie würdest du ihn vom Sofa wegbekommen, dass er jetzt ein Schnuppertraining machen würde? Ja, ich würde sagen, kann einfach mal ins Probetraining kommen, sich mal angucken, ob es überhaupt einem gefällt, ob es einen Spaß macht. Und ich denke, davon entscheidet sich dann. Wenn jemand es keinen Spaß macht, dann wird er auch nicht dabei bleiben. Wenn jemand Spaß dran hat, wird er länger dabei bleiben. Wenn jemand Wettkämpfe machen will, dann wird er auch seinen Weg finden, was er tun muss und wie weit er gehen will, wie weit er gehen kann, um eventuell auch wettkampfmäßig dabei zu sein. Wir sind ja hier an dem Event von EA Sports wegen dem UFC, wegen dem neuen Spiel, das rauskommt. Hast du das Spiel schon angeschaut? Ich habe es mir schon angeschaut und ich muss sagen, ich finde es richtig gut. Also das Einzige, was mich noch ein bisschen irritiert, ist der deutsche Kommentator, weil hier in Deutschland haben wir einfach MMA noch nicht im Fernsehen, also auch nicht mit deutschem Kommentar, aber das ist auch so eine Sache, die ich hoffe, die in Zukunft hier passieren wird, und dann wird das Spiel ja ganz realistisch sein, weil ja dann auch dieser deutsche Kommentar jetzt schon mit dabei ist. Aber ansonsten, die Kämpfer sehen sehr realistisch aus, ihre Techniken. Ich kenne die Techniken der einzelnen Kämpfer doch ziemlich gut, sind auch sehr realistisch nachgemacht. Die Umgebung, die Schiedsrichter, das Aussehen der Schiedsrichter, der Kämpfer, der Octagon-Girl ist sogar, also es ist wirklich sehr, sehr gut gemacht, und ich finde, es ist auch, wird den Sport auch hier in Deutschland sehr viel helfen, weil ich mir einfach denke, wenn Kinder, Familien durchs Geschäft laufen und sehen, da ist von EA Sports ein Spiel, das heißt UFC, und es bringt so eine große, renommierte Computerspielfirma wie EA Sports raus. Da werden sich die Leute vielleicht doch fragen, wenn so eine renommierte Firma wie EA Sports so ein Spiel rausbringt, dann kann es doch eigentlich gar nicht so eine Hinterhofschlägerei oder ein wildes Geprügel sein. Dann werden vielleicht die Leute das auch viel mehr als Sport akzeptieren. Das war's aus dem KS-Gym in München, und vielen Dank nochmal für deine Zeit. Bitte, bitte, immer gerne.